Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu Spirit of the North. Wir haben hier immer noch ein ganz großes Problem mit diesen ekligen Blubberblasen. Soeben konnten wir eine beseitigen. Sehr schön. Denn wer sich noch daran erinnert, wir haben da unten drei Steine, von denen wir zwei jetzt befreit haben. Wir haben hier auch immer noch dieses Knisterstäbchen liegen, weil hier auch noch irgendwo der Schamane liegt, den wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Ich würde aber sagen, wir springen hier erstmal runter, sammeln uns nochmal Blümchen ein, damit wir den Stein dann noch freikriegen. Denn diese Blümchen geben uns immer Kraft, die uns der Geist des Nordens schenkt, der Spirit. Denn für alle, die das Spiel nicht kennen oder die anderen Videos von mir noch nicht gesehen haben sollten, wir sind dieser süße kleine Fuchs hier und müssen mit der Hilfe des Spirits, diesem süßen kleinen Glowy hier, müssen wir dieses ganze rote und vor allem die vergifteten Nordlichter, die ihr da hinten sehen könnt, beseitigen. Und das schaffen wir nur, indem wir Aufgaben lösen. Und unter anderem heißt das, diese Steine freizuschalten. Auf der anderen Seite müssen wir Schamanen befreien. Als ob hier ist eine Höhle. Was ist das? Ach hier, guck mal. Hier sind wir letztes Mal reingerast. Und da liegt der Schamane, als ob. Den habe ich gar nicht gesehen. Lol. Ich wollte euch den eigentlich nur zeigen, weil wir hier nämlich letztens mit unserer Special Ability reingerast sind, um überhaupt da reinzukommen. Jetzt liegt der einfach da unten. Deswegen knistert der die ganze Zeit, weil er oben drüber ist. Okay. Weil hier ist nämlich der Stab. Und diese Stäbe müssen wir den Schamanen bringen, um Folgendes zu tun. Das werdet ihr gleich sehen. Ey, wie lost bin ich denn, dass mir das Ding vorher nicht aufgefallen ist da unten? Warte, wo war das jetzt? Ey, das wäre mir jetzt safe entgangen, wenn ich jetzt nicht zufällig hier reingestolpert wäre. Denn wenn wir mit diesen Stäben zu den Schamanen gehen, passiert das. Genau das ist unser Ziel. Wir müssen die Armen von ihrem Leiden erlösen sozusagen und ihre Seelen freisetzen. Ich gehe mich jetzt erstmal wieder aufladen. Denn irgendwo aufgeladen hingehen ist immer besser, habe ich festgestellt. Wenn man dann plötzlich irgendwo steht und nicht aufgeladen ist, dann kann man halt die Special Abilities auch nicht benutzen und das ist halt ab und zu echt nervig. So, jetzt gucken wir mal. Wo haben wir denn noch Blasen, die wir eventuell platzen lassen könnten? Da hinten ist immer noch was. Ich würde das so gerne kaputt machen, aber ich weiß nicht, ob das geht. Wir versuchen das einfach mal, weil das hier geht ja nicht. Also es geht nur bei manchen irgendwie. Aber ich schätze mal, wir dürfen wieder hier hoch und dann wieder darüber jumpen. Was passiert denn, wenn der brennt? Also wenn der aktiviert ist, was passiert dann? Irgendwo ist eine Tür auf- oder zugegangen, aber wo? Ich sehe halt nichts. Oder ich muss dafür erst diesen ganzen anderen Kram wegbekommen, weil das vielleicht irgendwo hinter versteckt ist oder so. Wir werden jetzt erstmal hier nochmal rüberjumpen. Oh, das war zu knapp. Oh Gott. Ich bin halt so ein Mensch, ich schaffe diese Jumps immer nicht. Oder nur so ganz schwer, wisst ihr? Ahahaha. Pass mal auf, ist das eine Tür? Das sieht so aus. Die war das. Also muss ich da mit meinem Geist rüberhüpfen. Ey, das schaffe ich doch safe wieder nicht rechtzeitig. Ich kenne mich doch. Wir versuchen es trotzdem. Nein. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Okay, komm. Auf ein neues. Was? Fuck. Warum war das? Ach, ich war zu... Ich habe das nicht lang genug gedrückt. Och, Mist. Okay, noch einmal. Jetzt aber. Sehr schön. Was? Plug-Doktor. Okay. Lol. Wunderbar. Jetzt ist wieder einer aufgelöst worden. Das heißt, wir können uns erstmal wieder auftanken gehen schnell. Und können das nächste Steinchen freischalten. Dann fehlt nur noch einer. Wow, ich bin so begeistert. Okay. Einer fehlt noch. Und das wird dieser Blubbel da oben sein. Und da jumpen wir jetzt einfach mal rüber, weil ich mir vorstellen könnte... Warte. Einfach, weil ich mir vorstellen könnte, dass das da oben die letzte Blase ist, die wir platzen lassen müssen. Ey, gehst du mal rauf da? Hallo? Ich sehe gerade, er hat die Aufladung nicht genommen. Warum hat er die denn jetzt nicht genommen? What? Da oben sind auch Blümchen, aber ich weiß nicht, ob ich da hinkomme. Hä, als ob. Warum hat er dieses Aufladen nicht genommen?
Manchmal ist es halt so ein bisschen tricky, dann steht man in den Blumen, aber wenn man... Ja, genau, man muss darauf achten, dass man halt anfängt zu leuchten. Das habe ich gerade eben vergessen. My bad. Und dann fällt einem das natürlich mit Pech erst auf, wenn man zu spät ist. Warum hakt es denn heute so viel? Ja, Mann. Es ist gerade in einer Tour am Haken. Sorry dafür. Ich weiß nicht, woran es liegt. Okay, jetzt müssen wir da... Ich komme da oben nicht genug ran. Ich versuche es trotzdem mal. Lol. Er hat mir nicht gesagt, dass ich die Ability benutzen kann, aber es hat funktioniert. Schön. Es ist halt so ein bisschen tricky, weil manche von diesen Blasen kann man halt sprengen und manche nicht. Aber es scheinen wohl die zu sein, die so leicht, ja, pulsieren. Sorry, wenn es eklig klingt, aber es ist ja nun mal eine Tatsache. So, dann gucken wir einfach mal, was danach passiert. Ich bin mal ganz gespannt, was jetzt passiert. Wir werden es erfahren. Oh, ich bin so aufgeregt. Hä? Okay, wow. Okay, jetzt habe ich Angst, da reinzuspringen. Ich weiß, ich soll da bestimmt rein, aber ich habe gerade ein bisschen Angst. Vorsichtshalber aufladen. Wer weiß, was passiert. Muss ich da wirklich rein? Ja, muss ich wahrscheinlich, ne? So ein bisschen? Oh, oh. Naja, wir haben den Schaman gefunden und ich würde sagen, Wildwasserbahnparty, willkommen. Wuhu! Lol, das haben wir am Anfang auch gehabt. Oh, das war ja nicht lang. Okay. Wow, wo sind wir denn jetzt? Das ist ja mega schön hier. Cool. Am Anfang haben wir das auch gehabt mit Eis tatsächlich. Oh, die Musik wird wieder ein bisschen schön. Wow. Wuhu! Cool. Wildwasserbahn. Mega. Oh, man sieht vor lauter Spritzern gar nichts. Okay. Wir sind angekommen. Wo auch immer. Ja, das sah gerade aus wie ein Schiffswrack, ey. Wow. Wow, okay. Es ist echt ein bisschen... Wow. Lol. Ein Speicherpunkt. Wir haben es geschafft. Zumindest zum nächsten Speicherpunkt zu kommen. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, bewertet gerne den Part. Abonniert auch gerne meinen Kanal, das würde mich riesig freuen. Aktiviert das Glöckchen, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit diesem süßen kleinen Kerlchen hier weitergeht. Und vor allem, wenn ihr auch meine anderen Projekte kennenlernen wollt. Ja, müde. Ich bin auch müde, mein Kleiner. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Malvini. Tschüss.